Zuschauer, herzlich willkommen zu TV Star. Heute Abend sind wir im alten Bocholter Bahnhof zu Gast und zwar bei den vierten Männertagen vom SKM. Heute Abend auf dem Programm das Kabarettstück Frauen verblühen, Männer verduften mit Peter Vollmer. Und zu Beginn wollen wir einfach mal ein ganz klein wenig reinschauen in diese Veranstaltung. Ich begrüße alle anwesenden Männer, die heute mal wieder zum Kulturgucken von Donnerfrauen sind. Ja, ich begrüße die Frauen, die ihre Männer heute mal zu Hause gelassen haben. Ja, ich hoffe, dass die auch wirklich zu Hause sind. Der Titel des Abends, Frauen verblühen, Männer verduften, der geht ja zurück auf einen Satz, den schon vor 90 Jahren Heinrich Zille geschrieben hat. Der Berliner Milieuzeichner hat geschrieben, wenn die Frauen verblühen, verduften die Männer. Der Titel ist also nicht geklaut, das ist ein Zitat mit Quellenangabe. Habe ich mir schriftlich bestätigt lassen. Von Frau Kaban. Und ich muss ja auch nach 90 Jahren, muss ich ja mal fragen, stimmt denn dieser Satz heute überhaupt noch? Und ich kann für meine Frau ganz klar sagen, nein, im Gegenteil, meine Frau ist regelrecht aufgeblüht, nachdem ich verduftet war. Ja, und immer noch die Aufregung, nur weil jetzt eine Frau Bundeskanzlerin ist, als ob das was Besonderes wäre, dass eine Frau die Macht ausübt. Wie ist das bei Ihnen zu Hause? Ich meine, ich werde ja bei uns zu Hause gehalten als eine Art Haussklave. Ja, einmal alle zusammen, bitte. Ja, ich werde gehalten als Hausklave. Ich bin zuständig für die niederen Tätigkeiten. Und niedere Tätigkeiten heißt dann eben, ich bringe das Leergut weg. Und das macht keinen Spaß. Jeden Samstagmittag stehe ich an so einem stinkigen Pfandflaschenrücknahmeautomaten. In der Schlange mit all den anderen Männern. Was heißt Schlange? Das ist die Jürgen Trittin Gedächtnisprozesse. Sie werden die Stelle zum Mitsingen ganz bestimmt erkennen. Im ersten gibt's am Abend eine Talkshow. Im zweiten und im dritten leider auch. Wohin wir auch immer seppen, wir sehen stets die gleichen Leute. Bei Blasberg oder Illner oder Jau. Sie schnattern um die Wette auf Pro7. Sie schnattern um die Wette auf Sat 1. Für Bekloppte und ganz Harte gibt's noch das Programm von Arte. Schluss, mir reicht's für heute, schalte ich aus. Oder nein, ich habe eine viel bessere Idee. Ich mach jetzt meine eigene Talkshow. Ja, es ist die Peter Vollmer Talkshow. Unter dem Motto, Anne will, aber Peter kann. Herr Vollmer, Sie gehen auf Tournee oder beziehungsweise Sie sind schon seit Juli auf Tournee bis zum Ende des Jahres. Mhm. Wie schaffen Sie das? Das ist schon auch immer wieder eine Herausforderung, das hinzukriegen, aber ist ja auch eine Sache, an die man über die Jahre hinweg sich auch ein bisschen gewöhnen konnte. Also es gibt auch da eine Art der Ökonomie sozusagen, die Sachen sich einzuteilen und ein bisschen zu schauen, dass man halt zwischendrin dann doch wieder auch sich erholen kann und unter dieser Maßgabe funktioniert es auch ganz gut. Heute Abend in Bocholt spielen Sie ja das Stück Frauen verblühen, Männer verduften. Mhm. Auf Ihrer Tournee spielen Sie die ganze Zeit das gleiche Stück oder wechseln Ihre Stücke? Es gibt immer natürlich auch einen Wechsel. Also ich werde in nächster Zeit auch mit dem Gernot Volz als Duo zu sehen sein. Da machen wir einen Jahresrückblick, die Knaller des Jahres 2014. Und ich bin eben dabei, jetzt auch schon die Folge 2 von Frauen verblühen, Männer verduften einzuspielen hier an ersten einzelnen Stationen und so im nächsten Jahr wird das dann so nach und nach mein Hauptprogramm werden.
Sie stehen nicht nur auf der Bühne, Sie veröffentlichen auch Bücher. Sind das einfach nur die Texte, die Sie auf der Bühne bringen, oder worum geht es in Ihren Büchern? Das sind schon eigenständige Bücher, die hier und da schon auch Aspekte dann widerspiegeln, die im Programm auch auftauchen. Aber das sind, sagen wir mal, humoristische Sachbücher. Nicht? Beim ersten Titel war ja auch, wenn Männer zu sehr 40 werden, wurde eben halt so schon der Horizont dieser Lebensphase eben halt in einzelnen thematischen Abschnitten beschrieben. Und das zweite Buch darf nur eine Hüfte sein. Das erzählt eben halt aus dem Leben des praktizierenden Patienten, was man so als Patient mit Ärzten und anderen Anbietern im Gesundheitswesen erlebt. Gut. Ihre Stücke haben jeweils einen Titel, wie heute Abend auch, aber ich meine entdeckt zu haben, dass teilweise auch Comedy aus anderen Stücken einfach mal bunt eingesetzt werden. Liege ich da richtig? Ja, es ist so ein Programm ist immer auch ein Baukasten. Also das ist für mich auch reizvoll, Sachen auszuprobieren in einer dramaturgischen Abfolge, die dann oft ganz anders funktionieren, als sie vorher gewesen sind. Das sind Sachen, die kann man eben halt nicht am grünen Tisch gewissermaßen vorher schon theoretisch ausbaldowern, sondern kann man nur machen, wenn man es eben ausprobiert. Und deswegen ist es für mich immer auch so ein bisschen ein Puzzlespiel, so ein Programm zu machen. Seit 20 Jahren, glaube ich, sind Sie schon auf der Bühne. Wie kommen Sie auf die ganzen Ideen? Ja, das sind unterschiedliche Quellen, aus denen die entstehen. Also zum einen sicherlich Sachen, die ich lese natürlich und Alltagsbeobachtungen, die ich mache, Gespräche, die ich führe, zum Teil eben gezielt mit der Intention, eben halt da auch satirisches Material zu entwickeln, aber auch ganz normale Situationen, in denen man sich mit anderen unterhält und dann ja auf Dinge stößt. Und für mich ist dann immer interessant, wenn ich unter verschiedenen Zusammenhängen ein und dasselbe Thema eben halt öfter mal zu hören oder mitkriege, und dann denke ich, das ist offenbar was, wo man was draus machen kann. Heute liest man ja öfter, willst du Comedian werden, dann besuch einen Workshop. Haben Sie jemals Comedian gelernt? Nicht wirklich, nein. Ich habe mich in der einen oder anderen Sache schon auch mal trainieren, coachen, unterweisen lassen in Sprechen und in Singen und so weiter und eben auch schon mal mit Regisseuren gearbeitet und hier und da mir auch komödiantisches Handwerkszeug mal angeeignet, aber keine in dem Sinne jetzt umfassende Ausbildung, sondern das ist eben halt auch vielfach Learning by Doing in dem Bereich. Sie kommen, glaube ich, aus dem Rheinland. Ich bin ein gebürtiger Hesse, zwar schon lange in Köln ansässig, ja. Das ist richtig, also nirgendwo war ich länger als in Köln geboren, aber bin ich in Marburg an der Lahn und bin dann in Kassel groß geworden. Die Rheinländer, sagt man, sind fröhlich, sind lustig, der Westfale ist eher stur. Hat man das heute Abend gemerkt hier in Bocholt? Ich kann diese Zuschreibungen immer nie so ganz unterschreiben, weil das hängt eben halt auch sehr stark davon ab, in was für einem Rahmen man sich dann konkret bewegt. Also ob das jetzt eben halt wie hier eine eher homogene Gruppe ist, die eben halt da gezielt auch angesprochen wurde, oder ob es eben halt ein wirklich bunt gemischtes Publikum ist. Das sind Sachen, die dann eher für die Verfassung des Abends dann eine Rolle spielen, als jetzt die Region, aus der jemand kommt. Wobei es schon hier und da Erfahrungen im östlichsten Ostwestfalen gibt, wo man sagt, aha, also das ist also gemeint, wenn man von der westfälischen Sturheit spricht, westfälischen, solche Erlebnisse gibt es schon auch hier und da, aber die sind nicht die Regel. Ja, herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich danke dafür. Bitte. Auch so. Tschüss. So, Sie sind heute Abend auch hier bei dem Theaterstück von Peter Vollmer. Männer verduften, Frauen verblühen. Wie hat es Ihnen bis jetzt gefallen? Super, einfach nur toll. Was hat Ihnen am besten gefallen? Diese Nähe, dieses persönliche, der persönliche Kontakt, hier unwahrscheinlich freundliche rüberkommen. Man hat das Gefühl, er spricht einen persönlich an. Wie ist es bei Ihnen? Ja, ich sehe es genauso. Die Atmosphäre ist also sehr angenehm in diesem kleinen, ich sag mal, elitären Kreis. Ist schon eine schöne Sache und sehr gemütlich gemacht. Freuen Sie sich jetzt auch auf den zweiten Teil? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe viel gelacht im ersten Teil, bin gespannt, was im zweiten Teil kommt. Und bei mir ist das immer so, morgen früh, wenn ich da ein Stichwort kriege, dann fallen mir die Witze auch wieder ein. Wenn Sie mich jetzt fragen, was der beste Witz war, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß nur eins, die Männer sind hier geblieben, die Frauen sind bereits verduftet. Denn ich wollte eigentlich auch noch ein paar Frauen haben. Heute Abend ungefähr ausgeglichen, der Zuschaueranteil Männer, Frauen, obwohl es eigentlich die vierten Männerwochen sind hier vom SKM. Und heute die Veranstaltung auch in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Bocholt. Einmal im Jahr, immer um die gleiche Zeit, haben die Geburtstag. Da muss man das feiern, da kommen dann diese anderen Blagen.
Ich habe ja schon die Namen von diesen anderen Blagen. Wollen sie immer irgendwas spielen? Bei uns wollen sie immer Schatzsucher spielen. Wird irgendwo eine Kiste mit Süßigkeiten ausgebuddelt. Jedes Mal so hier von diesen ständigen Buddeln. Ja, ist der ganze Stadtteil schon so richtig unterhöhlt. Kurz bevor es dann losgehen sollte, hatte ich dann noch mal eine richtig coole Idee. Als die kamen, habe ich die erstmal alle vor mir aufgebaut und dann habe ich eine Ansprache gehalten. Ja, ich habe gesagt, Freunde, wir machen keine Schatzsuche und ich spreche auch keinen von euch mit Namen an. Unser Spiel heißt Fremdlegion. Das heißt, ihr kriegt von mir eine neue Identität, nämlich eine laufende Nummer. Die male ich euch mit Edding auf die Backe. Da machen wir drei Trupps, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ihr seid Soldaten hinter den feindlichen Linien. Und ihr habt nur einen Auftrag. Seht ihr da den Stapel mit dem Leergut? Das bringt ihr zurück. Und zwar so, dass keine einzige Flasche übrig bleibt. Der Geburtstag war vor 10 Tagen. Die letzten Kinder sind seit gestern wieder da. So wie die Eltern mich angeguckt haben, ist das Thema Geburtstagsfeier für mich erstmal erledigt. Frauen verblühen, Männer verduften. Das ist heute Abend die fünfte Veranstaltung innerhalb der vierten Männertage. Wie sind die Männertage denn vor 4 Jahren entstanden? Also die Männerarbeit vom SGM gibt es schon im 6. Jahr mittlerweile. Wir haben uns anfangs getroffen, um sich ja miteinander auszutauschen, wir Männer, um gemeinsam an Problemen zu arbeiten, um uns auch sozial zu engagieren, wir Männer. Wir machen unter anderem ja auch mittlerweile Bastelarbeiten zu Weihnachten, die wir auch jetzt in 2 Wochen auf dem Bochlermarkt verkaufen für soziale Projekte. Wir haben schon einiges auch in den letzten Jahren eingenommen. Und was das Entscheidende ist, wir treffen uns alle 4 Wochen zu Gesprächen. Wir machen nicht nur Gespräche alle 4 Wochen, wir machen auch gemeinsame Wochenendseminare, gemeinsame Sportveranstaltungen. Wir fahren auch gemeinsam in der Regel einmal im Jahr irgendwo hin, machen also dann so ein Wochenendseminar. Und dann haben wir überlegt, wir müssten eigentlich diesen Kreis erweitern und haben dann vor 5 Jahren die ersten Bochler Männertage ins Leben gerufen. Und mittlerweile sind ja schon die 4. Männertage mit einem sehr großen Erfolg. Wir haben im letzten Jahr fast 2000 Männer in den letzten Tagen dabei gehabt und wir hoffen, dass dieses Jahr auch wieder sehr viele Männer werden, denn die ersten 5 Veranstaltungen waren vom Publikum her sehr stark nachgefragt und wir haben auch bei den nächsten Veranstaltungen schon Veranstaltungen, die sind ausverkauft. Insofern sind wir bisher mit dem Verlauf sehr zufrieden, auch vor allem mit dem heutigen Abend mit Herrn Peter Vollmann. Ja. Ja, heute Abend war ja, oder heute Abend ist ausverkauft. Ich denke, Sie können wirklich zufrieden sein. Ja. Was gibt es denn noch bei den Bocholter Männertagen 2014? Also wir haben noch auf dem Programm Männer kochen. Und zwar sollen Männer ja auch mal lernen, allein zu kochen. Nicht nur, dass die Frau für die Männer kochen. 2 Kochabende sind beide allerdings schon ausgebucht. Dann haben wir eine Führung mit dem Bocholter Nachtwächter. Die ist ja leider auch schon ausverkauft. Dann bieten wir für Männer ein bisschen was Sportliches an. 2 Walking-Tage. Einmal wollen wir mit den Männern morgens walken, einmal am Abend walken. Und die letzte Veranstaltung ist eine Veranstaltung im Bocholter Krankenhaus mit dem Dr. Wiczolek zusammen. Da geht es um Männer- und Herzerkrankung. Das machen wir in Zusammenarbeit mit dem Bocholter Krankenhaus. Wir hatten ja schon jetzt die Auftaktveranstaltung mit dem Herrn Dr. Oberpennig, dem Urologen, und machen jetzt die zweite mit dem Kardiologen, dem Herrn Dr. Wiczolek. Dann haben wir noch auf dem Programm Männer lesen vor aus Männerliteratur in Zusammenarbeit auch mit der VHS. Und dann haben wir noch mit Überlegen mit der Fabi eine Veranstaltung. Da geht es um Männer und Spiritualität. Mhm. Die ist, aber den Termin weiß ich erst. Wir müssen mal im Programm nachgucken. Stichwort Programm. Das Programm kann man sicherlich nachlesen. Wir blenden die Adresse einfach mal unten ein und dann kann man sich über das Programm der Männertage, der 4. Männertage 2014 vom SKM in Bocholt informieren. Herr Arnold, herzlichen Dank für die Informationen und viel Vergnügen noch oder viel Erfolg noch bei den Bocholter Männertagen. Danke, können wir gebrauchen. Herzlichen Dank. Bitteschön.